Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play The Secret of Mana. Und zwar waren wir ja stehen geblieben, hier in Nordstadt oder Südstadt, keine Ahnung, eins von beiden. Und haben ja gehört, dass ein mysteriöser Hagen hier die Leute verschleppt. Und ja, deswegen suchen wir jetzt die Ruinen auf, um diesen Hagen zu finden. Verschwindet! Hagen und ich sind hier sehr glücklich. Lass uns in Ruhe. Du lügst. Hättest du wohl gerne. Patz. Oh. Oh, Heidi. Kommt, wir bringen sie zu Sarah. Komm schon, Tracy. Tamix, was ist los? Schnell, Sarah, du musst dir helfen. Okay, ich bringe sie zu unserem Arzt. Beeile dich. Naja, keine Panik. Hilf dir lieber Hagen. Das machen wir auch. So, nachdem wir Heidi jetzt los sind, begeben wir uns in die Ruinen von Nordstadt und ja, dürfen uns auf meine neuen Lieblingsgegner freuen. Ja, die produzieren ja. Also am Level sollte es jetzt eigentlich nicht liegen, wenn wir hier nicht weiterkommen. Da sind wir doch schon ganz gut. Gut. Nicht lange fackeln. Also mal schnell durchzukommen, weil die Gegner hier haben es auch in sich. Lass die in Ruhe. Komm. Alles was blinkt, lieber reinlassen. Die hier gehen noch. Wenn sie nicht gerade Laserentfernung machen. Aber wenigstens hat er uns vor einer Zappelung bewahrt. Hätte ich mich genauso nicht Bock drauf gehabt. Och Mensch. Vertrauen? Oder nicht? Ich hab Angst vor einer bösen Falle, weil die kommen jetzt immer öfter. Und die sind nicht lustig. Entweder killen sie uns oder hauen uns auf einen Lebenspunkt rum. Aber ich glaube, ich riskiere es trotzdem, nachdem das Ding weg ist. So, gucken wir nochmal. Bitte was Sinnvolles. Ein Heilkräuter. Naja, ist was Sinnvolles. Kann man jetzt nichts anderes sagen. Ja, den schieben wir lassen auch mal. Und. Och man, Gott, schenk ihn Höhe. Nein, Schleim. In allen Farbvarianten. Schön. Ja, das ist auch nicht gerade so der liebste Teil in Secret of Mana. Diese blöden Ruinen. Weil die Gegner hier drin haben es meistens schon echt in sich. Da sind mir so Paläste und Tempel doch schon noch etwas lieber. Lass dich wieder ein bisschen in Ruhe. Wieder zurück, weil es so schön war. Ich hoffe, hier müssen wir später rein. Ja, netter Versuch. Bam. Ich hätte jetzt gefeiert, wenn ihr nicht klappt bekommen hättet. Aber ich hätte hier falsch gewesen. Darf ich mal, danke.
Bio-Schleim. Ah, hier scheint man richtig. Kleiner Teufel, ganz schlecht. Komm, 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 komm. Danke. Ja, das war dann gut. Komm. So, jetzt müssen wir, soweit ich weiß, hier unten rein. Das sind noch somit die leichtesten Gegner. Bam. Auch wenn sie es zaubertechnisch doch schon ganz schön drauf haben. Okay, sag mal, können wir mal treffen? Danke. So, gucken wir mal, was hier unten ist. Kommt, mitkommen. Versuche mich hier gerade krampfhaft zurückzuerinnern, wie der Weg war. Kobolden. Oh, die können wir noch gebrauchen. Ja, das war richtig. Ja, ein seltsames Geräusch. Genau. Haben wir mitbekommen. Und ich denke mal, wir werden eine ganz kurze Heilphase einlegen. Sollten wir nichts riskieren. Zeit haben wir. Wolken, wie ich sie hasse. Ja, ich weiß, ich hasse hier, glaube ich, fast jedes Vieh. Aber ist auch verständlich. Ja, wie ihr seht, so eine komische Bogenratte kann uns gar nichts mehr machen. Platsch, tot. Rein. Mann, hier ist eine Geräuschkulisse vom Feinsten da. Unglaublich. Überall hört man irgendwas wirbeln, irgendwas bewegen, irgendwelche Viecher machen, irgendwelche Geräusche. Ah. Ja, du musst natürlich noch so ein Vieh produzieren. Na, das hast du jetzt davon. Mädels, zieht den Finger. Ey, lärmst du mit mir? Nein. Was ist denn diese Scheiße? Entschuldigung wegen den vielen Fluchen. Es gibt so Parts im Secret of Mana, die mag ich nicht. Hier sicherlich schon mitbekommen. Oh, Feuerfilm. Nicht gut. Aber, naja, bevor er einen Schuss absetzen konnte. Ach, den lassen wir erstmal. Und es ist wieder Bosszeit. Und zwar eine altbekannte Wand. Ich krieg gleich mal einen Skill. Aus Ohne. Laterne. Ja, schön für Laterne, wenn wir Laterne schon hätten. Ja, da das ja nicht der Fall ist, muss auch ihn, glaube ich, Witschel abgeben. Wir probieren es mal. Probieren wir schon mal aus. Thank you.
Ach, was sind Tage hier. Ich kann das so fasziniert davon, dass ich ganz vergessen habe zu reden. Hoffentlich nicht. Gut. Ja, und zwar greife ich mal einen Schlammbomber ein und kann auf den Knopf drauf, dass das Zelt hält. Das ist auch ganz richtig an, weil ich kann da ranbleiben. Dieses Überraschung, was der macht, ist auch sehr mies, weil, wenn das Ding sitzt, stirbt der Charakter sofort. Dadurch zieht er uns einfach etwas Energie ab, indem er sich mit Energiesuck heilt. Das rechte Auge, das heilende Auge. Zu wundern, dass das Zelt wird entzaubern. Ach, das war's schon. Hier habe ich mir den einen Zauber ersparen können. So. Und wieder ein Gegnergeschichte. Fein. Und weiter geht's. Genau. Aber es geht erst im nächsten Part weiter. Also, bis gleich.